Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bezahlbarer Wohnraum ist für Millionen Menschen in Deutschland inzwischen zu einer Existenzfrage geworden. Junge Familien finden in vielen Metropolen keine bezahlbaren Wohnungen mehr. Rentner, Arbeitslose werden aus den Wohnungen, aus den Nachbarschaften verdrängt, in denen sie zum Teil Jahrzehnte gelebt haben. Studenten übernachten in manchen Universitätsstädten zu Semesterbeginn in Turnhallen. Und wer in München und Hamburg Krankenschwester oder Busfahrer ist, der kann sich keine Wohnung mehr in der Innenstadt leisten. Die Miete frisst normalen Leuten die Haushaltskasse auf. Investoren verdienen sich hingegen eine goldene Nase. Wir haben ein Problem mit explodierenden Mieten. Wir haben ein Problem mit Wohnungsnot in Deutschland. Und das müssen wir endlich ändern. Die Mieterinnen und Mieter sind es, die das politische Versagen der letzten Jahrzehnte ausbaden müssen. Was war denn da? Der soziale Wohnungsbau komplett geschliffen. Von ehemals 4 Millionen Sozialwohnungen sind nicht mal mehr 1,5 Millionen übrig. Tendenz sinkend. Seit der Finanzmarktkrise drängt das Kapital auf den Immobilienmarkt, versucht sich im Betongold zu vermehren. Tendenz steigend. Landes- und bundeseigene Wohnungen wurden zu Hunderttausenden privatisiert, über 350.000 bundeseigene Wohnungen. Noch vor ein paar Jahren haben sie völlig ohne Not 11.000 TLG-Wohnungen verscherbelt, noch dazu in die Heuschrecken. Das ist wirklich völlig unverständlich gewesen. Und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle auch klipp und klar sagen, nicht die Flüchtlinge sind schuld an der Wohnungsnot und schon gar nicht an steigenden Mieten, sondern eine ignorante Politik der letzten Jahrzehnte trägt dafür einzig und allein die Verantwortung. Natürlich leiden zuallererst die ärmeren Haushalte unter dieser Entwicklung. In manchen Städten bezahlen sie 40 bis 50% ihres Einkommens alleine für das Wohnen. Das darf doch wirklich nicht sein. Und deswegen begrüßen wir natürlich auch als Linke, dass es ein Bündnis für bezahlbares Wohnen gibt. Im Bericht werden auch einige gute Vorschläge gemacht. Für mich ist aber so ein bisschen die Frage, ist das am Ende ein Bericht in erster Linie für bezahlbares Bauen oder ist es in erster Linie ein Bericht für bezahlbares Wohnen? Es gibt nämlich keinen Automatismus, dass bezahlbares Bauen automatisch zu bezahlbarem Wohnen führt. An dieser Stelle müssen wir nachjustieren. Wir müssen endlich die Interessen der Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Neben begrüßenswerten Dingen im Bereich des Bauens gibt es aber auch einige Leerstellen. Und aus meiner Sicht ist der Bericht einfach enttäuschend an der Stelle beispielsweise der sozialen Wohnraumförderung. Das ist mir einfach zu vage, das ist zu allgemein. Konkretes Handeln statt Absichtserklärungen, das entlastet doch die Mieterinnen und Mieter. Aber Sie kennen doch den Föderalismus, oder? Ich werde zum Föderalismus was sagen, Frau Kollegin. Aber wir haben doch einen Kahlschlag im sozialen Wohnungsbau erlebt. In der Föderalismusreform ist die Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau an die Länder gegangen. Sie werden mit ziemlich lächerlichen 518 Millionen im Jahr sind sie dafür abgespeist worden. In einigen Ländern wurde dieses Geld ja noch nicht mal ausgegeben für den sozialen Wohnungsbau. Ja, das kritisieren wir doch auch. Bund und Länder haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und trotzdem sage ich an dieser Stelle, es war ein großer Fehler, die Verantwortung für die soziale Wohnraumförderung an die Länder zu geben. Sozialer Wohnungsbau gehört zurück in die Verantwortung des Bundes. Sozialer Wohnungsbau muss endlich wieder Chefsache werden. Ja, wo ist denn der versprochene Neustart im sozialen Wohnungsbau? Diese 500 Millionen mehr Gelder an die Länder, das finden wir natürlich gut. Aber es fehlen 4 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland. Da sind übrigens die Flüchtlinge noch gar nicht eingerechnet. Was wird demgegenüber eigentlich neu gebaut? Es waren im vorletzten Jahr gerade einmal 12.500 Sozialwohnungen, die neu gebaut wurden. 2013 waren es gerade mal 9.000 Sozialwohnungen, die neu gebaut wurden. Also, meine Damen und Herren, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann braucht es sage und schreibe 320 Jahre, bis wir den Bedarf an Sozialwohnungen gedeckt haben. Hier müssen wir doch endlich etwas mehr Tempo machen.
Wenn Frau Hendricks nun 1 Milliarde mehr fordert für den sozialen Wohnungsbau, finden wir das gut. Heute Morgen lief im Ticker 3 bis 5 Milliarden, ist inzwischen die Forderung der SPD. Da kann ich nur sagen, die Linke wirkt, nachdem wir vor ein paar Wochen 5 Milliarden für sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau gefordert haben. Die Frage ist doch nur, ob Sie dafür, liebe Frau Hendricks, grünes Licht vom Finanzminister bekommen. Das sieht ja im Moment nicht so aus. Es sieht für mich auch vorhin nicht so aus, als würden Sie dafür eine Mehrheit hier im Plenum bekommen. Bei Ihrer Forderung hat von der Union eine einzige Person geklatscht. Wir brauchen einen Neustart im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Aber dafür müssen wir vor allen Dingen mal Mehrheiten hier in der Bundesregierung und in der Großen Koalition finden. Das ist doch das Problem. Wir sagen, 250.000 Sozialwohnungen müssen neu entstehen. Ich betone, sowohl für die deutsche Bevölkerung als auch für die Migranten und Geflüchtete. Ein Neustart heißt eben auch kreativer, weniger Ghettobildung, dauerhafte Belegungsbindung. Da kann man mal nach Wien fahren und sich anschauen, wie sowas wirkungsvoll funktioniert. Das Problem ist aber doch, dass die Bundesregierung bisher, vor allen Dingen Herr Schäuble, lieber auf Steuerabschreibungen setzt. Und das ohne Mietobergrenzen. Darüber werden wir ja morgen noch ausführlich sprechen. Wir sagen, so wie es jetzt ist, ist es ein Subventionsprogramm für die Bauindustrie. Das brauchen wir gerade nicht. Ich habe ja mit dem, was Sie sagen, Frau Hendricks, wirklich viele Übereinstimmungen. Aber wie gesagt, mit den Mehrheiten im Kabinett, da scheint es doch zu hapern. Deswegen sage ich, für eine echte Wohnungsoffensive brauchen wir offenbar zuallererst ein Bündnis innerhalb der Bundesregierung. Die SPD hat viel gefordert, die CDU fast alles ausgesessen. Im Ergebnis ist wenig Effektives passiert und hier müssen wir endlich ran. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen, wie die CDU eines daran gesetzt hat, jede ernstzunehmende Initiative für bezahlbares Wohnen zu verhindern. Ich habe manchmal wirklich den Verdacht, Ihnen geht es gar nicht um bezahlbares Wohnen, Ihnen geht es um die Rendite der Vermieter, und genau das ist das Problem. Erstes Beispiel, die Mietpreisbremse. In den ersten Sätzen des Berichtes wird sie ja vollmundig gelobt. Leider ist es so, dass die CDU dort im Verfahren so viele Bedingungen, so viele Ausnahmen durchgesetzt hat, dass sie am Ende ein Rohrkrepierer geworden ist. Wir haben doch jetzt schon die ersten Zwischenberichte aus den Ländern, wo zum Beispiel in Berlin gesagt wird, es ist ein zahnloser Tiger. Trotz der Mietpreisbremse steigen die Mieten von 6 bis 7%. Deswegen sagen wir ganz klar, so mit so einem ausgehöhlten Gesetz geht es nicht. Hier muss nachgesteuert werden. Das zweite Beispiel, wo die CDU ein Bündnis für wirklich bezahlbares Wohnen verhindert, die ausstehende und möglicherweise ausbleibende zweite Mietrechtswelle. Wissen Sie, im Bericht steht ja, ist ja vieles Unstrittiges. Also es ist ja völlig richtig, zum Beispiel beim Neubau nicht mehr so streng bei der Anzahl der Parkplätze sein zu müssen, wenn weniger Menschen auf ein Auto setzen. Schön und gut. Aber viel entscheidender ist doch, ob Mieterinnen und Mieter vor Preisexplosionen geschützt werden, und zwar per Gesetz. Und hierzu steht in diesem Bericht leider gar nichts. Wir haben hier vor ein paar Wochen gefordert, beispielsweise den Mietspiegel breiter aufzustellen oder auch die Modernisierungsumlage so zu ändern, dass sie nicht die Mieterinnen und Mieter aus ihren Wohnungen vertreibt. Aber was ist aus der vollmundig angekündigten zweiten Mietrechtsnovelle der Bundesregierung geworden? Die CDU sitzt sie auf massiven Druck aus der Vermieterlobby aus. Da können wir hier noch so viel über die Vereinfachung von DIN-Normen sprechen. So wird es nichts mit bezahlbarem Wohnen. Ein letzter Punkt vielleicht dazu, was leider nicht im Bericht steht. Die CDU setzt ja insbesondere auf das Mantra Bauen, Bauen, Bauen. Aber eines der zentralen Probleme oder Fragen ist doch, wer baut für wen? Und gebaut wird dort, wo der meiste Profit entsteht. Und den bringen eben nicht Rentner, Studenten, Erwerbslose oder Geringverdiener. Es wird im Moment gebaut für Leute mit viel Geld. Und deswegen fordern wir als Linke beispielsweise die Einführung einer neuen Gemeinnützigkeit. Gemeinnütziger Wohnungsbau, nicht profitorientierter Wohnungsbau, das ist das Gebot der Stunde. Das Ende der Fahnenstange ist übrigens noch nicht erreicht.
Finanzberater empfehlen ja nach wie vor unverblümt, investieren Sie in Rohstoffe in Madagaskar oder in Mietwohnungen in Berlin. Deswegen sagen wir als Linke, wir brauchen nicht nur eine effektive Mietpreisbremse, wir brauchen vor allen Dingen auch eine Spekulationsbremse. Ein massiver Neustart im sozialen Wohnungsbau, mehr öffentliches Eigentum, mehr Gemeinnützigkeit, das wäre die beste Spekulationsbremse. Meine Damen und Herren, wir müssen endlich umsteuern. Wir haben als Linke vor 5 Jahren als Erste eine Offensive für eine neue Mietenpolitik gefordert. Ihnen liegt ein umfangreicher Antrag heute zur Abstimmung vor. Ich hoffe da wirklich auf Ihre Zustimmung. Wir sollten heute tatsächlich sinnvolle Dinge beschließen. Dafür haben wir Vorschläge gemacht. Dem Reden über bezahlbares Wohnen müssen endlich auch konkrete Taten folgen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Georg Nüsslein das Wort.